Nachdem wir alle ganze 3 Stunden im Kino saßen und dann die Credits von Avengers Endgame abliefen, konnten wir alle kaum abwarten, was denn in der Post-Credit-Szene uns womöglich gezeigt wird. Viele haben erwartet, dass wahrscheinlich etwas Neues zu Spider-Man Far From Home zum Beispiel gezeigt werden könnte, da es ja üblich ist, immer auf die zukünftigen Ereignisse nach einem Marvel-Film nochmal kurz anzuteasen, was für uns Marvel-Fans immer ein schönes Highlight bei jedem Film war, nochmal zum schönen Abschluss und uns zeigt, auf was wir uns denn als nächstes freuen können. Jedoch war das bei dem wohl größten Marvel-Film aller Zeiten, Avengers Endgame, nicht so. Denn hier haben wir zum allerersten Mal in einem Marvel-Film keine Post-Credit-Szene bekommen. Und woran das eben liegen könnte, weshalb das eben so ist, das besprechen wir heute, Freunde. Vergesst übrigens dann auch nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr dies noch nicht getan habt und ihr neu auf den Kanal seid, damit ihr alle zukünftigen Videos rund um Avengers Endgame und allgemein das Marvel Cinematic Universe nicht mehr verpassen werdet. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Des Weiteren auch nochmal danke für 32.000 Abonnenten, das haben wir jetzt auch schon erreicht. Und die letzte Sache, die ich noch am Anfang abhandeln möchte. Leute, ich werde morgen oder übermorgen wahrscheinlich einen Livestream machen, in dem wir gemeinsam über die Geschehnisse von Avengers Endgame sprechen werden. Sozusagen also einfach eine gute Avengers Endgame Besprechung. Ich denke mal, die um die Stunde gehen wird. Ich werde das Ganze auch nochmal ankündigen. Und deshalb fände ich es nice, wenn ihr mir zum Beispiel auf Instagram jetzt folgen würdet, denn dort werde ich wahrscheinlich einen Post verfassen, bei dem ihr mir Fragen stellen könnt, die wir dann auch wiederum in dem Stream behandeln werden. Oder in einem zukünftigen Video. Link zu allem findet ihr wie immer in der Beschreibung. Doch weshalb gab es jetzt keine Post-Credit-Szene in Avengers Endgame? Dieser Grund kann man eigentlich schon relativ simpel erklären. Avengers Endgame soll sozusagen das große Finale des ganzen MCUs sein. Aber versteht das nicht falsch, das ist nicht das Ende von dem MCU, sondern nur das Finale von einem bestimmten Abschnitt, was viele vielleicht missachten können. Mit Avengers Endgame hört Marvel Studios nicht auf, das ganze Universum weiter auszubauen und weiter Geschichten zu erzählen. Nur eine bestimmte Story, eine bestimmte Saga ist jetzt zu Ende und diese wäre die Infinity Saga, die sich über die letzten 10 Jahre gezogen hat. Und das sollte es im Prinzip auch schon kurz erklären, denn was die Post-Credit-Szenen für uns immer getan haben, waren einfach im Prinzip nur uns auf das neue Geschehen in der Story aufmerksam zu machen. Doch dieser Story-Abschnitt, dieser Arc ist jetzt abgeschlossen. Es gibt keine weitere Story, die mit dieser Story zusammenhängt. Somit verlangt dieser Film auch einfach nicht nach einem Teaser. Womit der Fokus des Films auch wirklich 100% einfach auf den letzten 10 Jahren liegt und so nochmal unsere originalen 6 Avenger würdigt, die uns das Ganze ermöglicht haben und durch die es erst zu diesem Spektakel kommen konnte. Wie steht es denn jetzt mit den restlichen MCU-Filmen und der Story dieser? Bei denen wird sich eigentlich im Prinzip nichts ändern, denn wie zum Beispiel beim neuen Film des MCUs, der nächste, der rauskommen wird, in 2-3 Monaten, Spider-Man Far From Home, wird es natürlich wieder Post-Credit-Szenen geben, als auch Mid-Credit-Szenen. Und dieser Film, Spider-Man Far From Home, wird dann auch offiziell die dritte Phase des MCUs beenden, wie es Kevin Feige vor kurzem schon mal bestätigt hat. Somit wird auch in der Post-Credit-Szene von Spider-Man Far From Home die weitere Handlung des MCUs neu angeteased, beziehungsweise dort sollten wir theoretisch den allerersten Teaser bekommen, wie denn der neue Storystrang des MCUs aussehen könnte, beziehungsweise in welche Richtung es jetzt gehen wird. Denn dieser große Hintergedanke, den es bei der Infinity-Saga gab, den wird das MCU niemals verlieren. Es wird immer irgendein Ziel geben, auf das hingearbeitet wird. Nur ist dies für uns doch ungewiss, weshalb wir nur spekulieren können und uns freuen können, was noch auf uns wartet. Und wie es denn jetzt mit Phase 4 weitergehen könnte, was das ganze Thema der 4. Phase sein wird, darüber werde ich auch noch in ein paar Tagen ein Video machen, weil ich dafür nochmal die Inhalte des ganzen Filmes Avengers Endgame nochmal mit einfügen möchte, weshalb das dann auch ein Video sein wird für alle, die den Film geschaut haben. Also spätestens ab nächster Woche werde ich auf diesem Kanal frei über diesen Film sprechen. Deshalb vergesst nicht, wie gesagt, den Kanal unbedingt zu abonnieren, damit ihr diese coolen Videos auch nicht verpasst. Und ja, Freunde, das wäre es eigentlich schon von diesem heutigen Video. Heute ausnahmsweise ist es mal kurz ausgefallen, aber auch nur, wie gesagt, weil ich den Rest von euch nicht spoilern wollte, noch nicht die Chance dazu hatten, den Film zu schauen. Abseits davon, dem Video ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren, würde ich mir aber auch mal wünschen, eure Reaktion dazu in die Kommentare zu schreiben. Denn ich bin sicher, als eingefleischte Marvel-Fans habt ihr alle die ganzen Credits durchgeschaut und eifrig auf eine Post-Credit-Szene gewartet. Ich fand die Reaktion des Kinos ehrlich gesagt sehr amüsant, denn jeder war wirklich sehr lautstark etwas
ist enttäuscht. Aber behaltet einfach im Kopf, dass dieser Film einfach keine Post-Credit-Szene benötigt. Er steht für sich einfach alleine da und braucht keine Szenen, die auf mehr hypen müssen. Ja, vergesst natürlich auch nicht, wenn ihr schon gerade dabei seid, meine gestrige Review zu Avengers Endgame zu schauen. Würde mich auch mega freuen. Auch alles spoilerfrei natürlich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde mal sagen, ciao.